Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal und hallo zu meinem ersten Tourtag, denn wir sind auf, oder ich bin auf Freizeitparktour. Ich habe es die Parkhotel-Tour genannt, aus dem Grund, weil wir halt, also ich halt nur in diesen Parkhotels bin. Und dieser erste Tag heute ist eigentlich nur ein Informationsvideo, sage ich mal. Also wir machen ja noch ein paar Sachen, aber im Grunde erstmal Informationssachen. Und zwar sind wir heute Morgen nach Nürnberg gefahren und schlafen in einem Hotel, was ausnahmsweise mal nicht zu dem Park gehört. Wir sind nämlich nicht in einem Park, sondern im Crystal Palm Beach, das Schwimmbad. Das habe ich nämlich letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt bekommen von meinem Freund. Und das machen wir jetzt auch endlich mal. Das ging es ja nicht noch, weil die Corona-Sachen jetzt alles geschlossen hatte. Und ja, wir sind gerade angekommen und haben ein süßes kleines Zeltzimmer. Ich zeige euch das mal. Bett. Auch ein Fernseher da hinten. Spiegel, Dusche, Waschbecken. Und das hast du gemacht, finde ich. Und zwar eine Schiebetür. Zuklo. Auch mit Lampe. Ja. Ist irgendwie eine coole Idee. Ist bestimmt alles laut und mithallen, aber warum auch nicht? So, Licht wieder ausmachen. Des Weiteren sind wir deswegen morgen im Crystal Palm Beach. Eigentlich wollte ich ja heute ins Nürnbergland, aber das hat gerne Donnerstag bis Sonntag auf. Da gehen wir gleich trotzdem mal vorbei, einmal kurz schauen, was da so steht, obwohl ich genau weiß, was da steht. Leider. Und morgen haben wir, wie gesagt, Palm Beach. Da gibt es ein paar sehr coole Rutschen. Die zwei krassesten, würde ich jetzt einfach mal vom Lesen her sagen, ist die ab 60, ich weiß den Namen gerade nicht, weil es eine Turborutsche ist. Und die Doppel-Looping-Rutsche. Bei der ist das Problem, es gibt ein Mindestgewicht, was ich nicht erfülle. Ich bin gespannt, ob ich sie trotzdem rutschen darf, denn es wäre das zweite Schwimmbad mit einer Doppel-Looping-Rutsche, in dem ich das nicht rutschen dürfte. Miramar, seit 2 Jahren durfte ich nämlich auch nicht die Doppel-Looping-Rutsche rutschen. Wünscht mir Glück, dass das klappt, ich bezweifle es zwar, aber naja. So, morgen Abend geht es dann wieder Richtung Dortmund. Ich bleibe dann in Dortmund. Und welchen Tag haben wir dann? Freitagmorgen geht's dann ins Phantasialand. Da penne ich nämlich immer Tamba zum ersten Mal ein Themenhotel im Phantasialand. Eigentlich wollte ich Charles Lindbergh, aber das ist 5-mal teurer gewesen. Und das haben wir auch schon vor gut einem halben Jahr noch länger gebucht. Eigentlich war es ja für den 1.4. angesagt. Ging ja leider alles nicht. Bis Samstag bleiben wir dann da, wie gesagt. Und fahren dann wieder nach Hause. Nee, bis Freitag bleiben wir da. Von Donnerstag bis Freitag bleiben wir da, nicht bis Samstag, so rum. Und am Samstagmorgen geht es dann für mich nach Wunderland Kalka. Das hat nämlich auch ein Hotel, wo ich dann mit Freizeitpark-Check übernachte. Und wir uns den Park anschauen und das Hotel anschauen. Dann nehme ich auch mit, natürlich, logischerweise. Und vielleicht, das ist aber noch nicht klar, bin ich an einem Freitag, also wo ich aus dem Phantasialand wiederkomme, noch im Fredolino. Könnte sein, weiß ich allerdings noch nicht. Wäre auf jeden Fall ganz cool. Die Beschickung ist noch nicht so groß geraten, aber Kirmes, ich mag's. Ja, das sieht so der Plan den nächsten Tag aus. Wir richten uns hier erstmal ein und machen alles fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Mini-Abstecher an den beiden Stadien, einmal in Fürth und gleich einmal in Nürnberg. Wenn man vergisst, dass es ein Pop-Up-Park ist und keine Kirmes. Und man da nicht über den Platz laufen kann, wenn der Park geschlossen ist. Also das auch nicht nachgedacht, Pech, was weiß ich. Blackout steht da ja auf Nürnberland. Und seitdem ich von dem Fahrgeschäft weiß, möchte ich es fahren. Hab's aber noch nie irgendwo stehen sehen. Aus Pech und keine Ahnung. Jetzt bin ich mal da, wo dieses Fahrgeschäft steht. 15 Minuten entfernt. Und es hat nicht auf, weil dieser Kackpark nur von Donnerstag bis Sonntag geöffnet ist. Es kann doch nicht sein. Und es gab sogar noch einen neuen Count für mich. Also, der Park, die Kirmes hätte sich sowas von gelohnt. Na, dann halt eben nicht. Und ich hab Pech. Kann man nichts machen.
okay, man sieht mich nicht wegen dem Licht. Egal, wir waren noch eben kurz beim Kaufen und ein paar Sachen holen. Ich habe Magenextension bekommen und mehr passiert hat auch gar nicht. War ja, sollte eh mehr ein Informationsvideo werden über die Tour, sage ich mal. Ab übermorgen kommt dann der Vlog oder ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also der Tag vom Crystal Palmage auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat dieses Informationsvideo trotzdem gefallen. Wenn nicht, dann auch nicht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr diese Tour-Idee findet und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.